Hallo, ich bin heute in Hamburg unterwegs und ich werde euch heute mitnehmen auf ein ganz wichtiges Schiff, auf die Sea-Watch 5 und werde euch mal zeigen, wie zivile Seenotrettung so funktioniert. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben. Heute war ich in Hamburg auf der Sea-Watch 5 und das war etwas ganz Besonderes, denn die Sea-Watch 5 ist Teil der zivilen Seenotrettung und ist das jüngste Schiff. Sie wurde 2010 erst gebaut und hat Platz für bis zu 500 Geflüchtete. 230 Quadratmeter, hier seht ihr die Notduschen, denn die Menschen werden aus dem Meerwasser gezogen und dieses Gemisch aus Benzin und Meerwasser ist eine ätzende Flüssigkeit, die starke Verbrennung dann auch hervorruft. Und deshalb müssen die Menschen medizinisch versorgt werden. Hier seht ihr den Raum der medizinischen Versorgung. Der wird noch ausgebaut. Es sind immer noch Spendengelder erforderlich, damit diese Räume noch ein bisschen erweitert werden können. Und dass es noch besser angepasst werden kann an die zivile Seenotrettung. Ihr seht hier auch Räume gerade für die Frauen und Kinder an der Stelle, um sie zu versorgen. Hier seht ihr einen Raum, wo etwa 30 Personen Platz haben, die beispielsweise schwanger sind oder mit kleinen Kindern reisen oder eben enormen Schutz noch mehr brauchen. Eine Küche, in der bis zu 500 Leute versorgt werden müssen. Gerade das ist eine enorme Herausforderung. Und hier seht ihr die Unterkünfte für die Crew, die eben auch auf dem Schiff natürlich wohnen für die gesamte Zeit in 2- oder 4-Bettzimmern und dort sich um alle Menschen kümmern, die aus dem Mittelmeer gezogen werden. Und wir haben dann mit dem Kapitän noch gesprochen und der hat gesagt, das ganz Besondere an diesem Schiff ist, dass es eben vorne so eine hohe Brücke hat und dass gerade beim Bug des Schiffes das alles so hoch ist, dass die Wellen vorne brechen, sodass die Menschen, die hinten auf dem Deck sind, wo auch noch ein besserer Schutz gebaut wird, dass die besser geschützt sind. Und da hat er gesagt, das ist gerade auch mit diesem 360-Grad-Blick ein ganz wichtiger Punkt, um eben viel, viel mehr Schiffe im Mittelmeer sehen zu können. Und auch dort werden immer noch Spenden gebraucht, denn das Schiff ist noch nicht zu Ende ausgebaut. Also herzliche Einladung zu spenden. Also, ich war den Tag über mit auf der Sea-Watch 5 und konnte mir da einiges ansehen. Das war unfassbar emotional, es ist ein unfassbar wichtiges Thema. Es ist einfach so, dass die zivile Seenotrettung noch immer zu wenig Unterstützung bekommt und deshalb, wenn ihr etwas tun wollt, dann spendet. Ich packe euch die ganzen Spendenlinks einfach nochmal jeweils unter das Video. Von Herzen Empfehlung zum Folgen von Sea-Watch Crew und von United for Rescue. Unterstützung wird immer gebraucht, damit Menschen im Mittelmeer nicht mehr ertrinken.